Nein. Fällt mir jetzt gerade das auf. Ja, dann suchst du jetzt die... die Werkstatt. Zusammen. Die Werkstatt deiner Wahl auf. Warte mal, Mist, kann ich das... Wollt ihr nicht Reifsteine Werkstatt bauen noch? Achso, ich hab die nach innen gebaut. War da nicht mal was? Bitte? Was? Wie? Wo? War da nicht mal was mit Ralf seiner Werkstatt? Hat er doch. Naja gut, sie wird noch wachsen, denke ich mal. Ne? Ja. Ja. Machen wir das da oben rein. Ja, warte mal. Das ist eine Idee. So. Achso, das funktioniert leider nicht. Jetzt habe ich alle Bohrer voll. Alle Frachtcontainer sind randvoll. Leck mir am Arsch. Solange es nach Vanille schmeckt. Wie viel Ladekapazität haben eigentlich die Schiffe, die Bergbauschiffe? Das, was ich gerade habe, das hat 4 große Frachtcontainer. Und... Und 14 kleine Bohrer. Also, das sind 14 mal 10.000 125 Liter und 3 mal 81.000 Liter. Ich rechne das gleich mit dem Taschenrechner aus. Also, verdammt viel eigentlich. Die Initiative finde ich gut. Endlich kommt mal einer. Das rechne ich mit dem Taschenrechner aus. So. Ja, nee, das ist gut. Das hört sich, ja. Hm? Warte, ich ist nicht so meins. Achso, Mist. Wieso hab ich... Dein Ernst? Bei mir steht also nur noch Felix WS spielt Space Engineers und hört auch wieder auf. Was? Wer hört auf Space Engineers zu spielen? Nee, steht das bei mir oben. PXWS spielt Space Engineers und hört dann auch direkt irgendwann wieder auf. Naja. Und das die ganze Zeit durch. Jetzt muss ich das doch nach außen versetzen. Ich hoffe, ich bloß eines. Halt hier kurz mal, gleich. Naja, die Scheibe geht natürlich nach außen. War ja so klar. So, dann müssen wir das versetzen. Wo sind sie? Ach, da oben. Einmal das wird gebraucht. So, aber natürlich will ich... Dann muss es ja wohl doch so sein. Hä? Hast du mich gerade gerufen? Hast du mich gerade gerufen? Nee. Okay. Komm mal vorne geschützt. So, also die Raffinerien haben jetzt wahrscheinlich erstmal lange Zeit zu tun. Ja, da bin ich auch wieder. Wunderbar. Bibel. So, zack. Dann müssten wir... das hier nur so. Achso, nee, das ist falsch. Ach, das ist wegen diesem komischen Boden. Oh. Ich schau mal, es kann sein, dass ich gleich komplett weg bin. Nein, Siliziumfarm. Muss, glaube ich, gleich wirklich weg, komplett. Also nochmal, nein, erster Siliziumfarm. Nee, ich lade jetzt nur auf den Anrufen, dann bin ich auch weg. Gehst du Party machen? Nicht Party. Nein? Wir haben Übung. Was für Übung? Bist du bei der Feuerwehr? Mhm. Okay, oh mein Gott. Erklärt einiges. Okay. Ihr habt Übung. Übungen, die sind teilweise relativ spontan, ne? Achso. Manchmal haben wir... Also...
alle 2 Wochen haben wir montags und dann auch nur spontan. Also wenn sie mal Lust haben. Wenn sie mal Lust haben, na das hört sich ja sehr viel. Wir haben keinen Plan. Wo ist das andere Schiff? Das andere Schiff kommt jetzt, nur da fehlt ein Bohrer. Da muss ich gleich noch die Materialien tüten. Ja gut, das können wir wieder vervollständigen, das ist kein Problem. War das jetzt 3 oder war das jetzt 4? War glaube ich 3, oder? Ja. Bei was? Ich bin hier gerade nur am Bauen. Und man... Oh, hoppla. Hoppla. Oh, jetzt muss ich abbremsen. Was zum Geier? Alter, was geht? Hoppla, sag ich doch. Was macht der da? Was, Alter, was machst du? Ja, ich bin gerade ein bisschen hängen geblieben. Am was? Sind die Ausmaßen groß? Ah ja. Ich hab gerade frisch gewischt. Ja, ich hab gerade frisch gewischt. Ich hab gerade frisch gestrichen und jetzt kommt da so ein Typ und macht mir alles wieder kaputt. Ja, jetzt komm mal her mit deinem Bohrschiff. Alter. Ja, ich bin gerade schon in Anflug. Ich muss vorsichtig sein. Also ich hab mich jetzt eigentlich echt gewundert, warum das jetzt passiert ist. Weil ich bin langsam hingeflogen und plötzlich bumm, alles weg. Sind die Ausmaßen groß? Relativ. Oh, bei dem Schiff fehlt auch einiges. Ach, zum Glück ist es nur das Alte. Hallo. Das ist das Alte, was ich hier fliege. Oh mein Gott. Auf jeden Fall das Gold. Nehmt das Gold und pack's weg. So, da hast du ein Schiff. Achso, Moment, warte mal, ich mach mein Inventar leer und komm runter. Oder schaffst du das alleine? Weißt du, wie viel das ist? Okay, ich komm runter. Wo habt ihr denn was kaputt gemacht? Erstens mal, Korrektur. Nicht wir. Ralf. Ralf, wo hast du was kaputt gemacht? Nirgends. Genau in der Mitte. Alter, wie viel... Scheiß die wandern. Alter! Kann ich das irgendwo reinstecken? Irgendwie so? Ist es egal, wo ich das reinstecke? Eigentlich Alter. Nicht, ne? Ah, hier ist Materialcontainer. In große Frachtcontainer im Normalfall. Ja gut, hier drüben ist halt Materialcontainer. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ralf? Nö, ich steck das einfach hier oben in den Verbinder rein. Oder so. Weil, so... Na ja gut, machen wir eben mal eine Aktion hier. Was hallo, ist das? Ich kann da auch nichts dafür. Nein! Das hätte normalerweise nicht kaputt gehen dürfen. Normalerweise. That's what she said. Ich hab gedacht, das leckt ein Teller länger als eine Woche. Naja, das kriege ich mal auch hin. Jetzt zoomen wir erstmal das Material hier zusammen. Jo. Hoffen wir mal, dass gerade keiner großartig bohrt vielleicht. Nee. Also, ich auf jeden Fall nicht mehr. Oh, das geht ja bis da rein. Naja, ich sag ja, wenn ich Material suche, suche ich Material. Nicht nur kleine Häufchen. Nicht richtig das Wichtigste ist das Kobalt und so. Alles und das Gold. Das andere ist unwichtig. Nee, Entschuldigung, hab kein Dings mehr, hab keinen Platz mehr. Wir haben ja. Der Boden ist hier, glaube ich, gerade komplett weg bei mir. Ja gut, es ist klar. Hallo? Hast du gesehen, was wie schwer das die Dinger sind? Ein? Theoretisch, also der große Goldklotz mit über 100.000 hätte theoretisch so gesehen eigentlich auch ganz gut und gern den Dings mitnehmen können, den kompletten Asteroiden. Ja, ne, ist so. Bei dieser geballten Masse.
Aber die Asteroiden unterliegen nicht so einer Physik oder physikalischen Eigenschaften wie das, was eben gebaut wird. Das ist nicht Dings, das ist das Kobalt hier mit 138.000. Ich sag doch, ich hab eine Farm. Machst du. Na gut, bringen wir mal das Zeug da einfach in Sicherheit. Aber das ist, glaube ich, schon so, ne? Dass Asteroiden nicht so diesen Eigenschaften unterliegen. Schlimm ist, da hat's eine ganze Raffinerie weggewichst. Ja, stimmt, hier ist offen. Ja. Ja, schon. Inklusive Upgrade-Modul, ne? Ja. Nee. Wenn ich das wieder Jolster erzähle, dann gibt's wieder 2 Tage lang nichts zu essen für dich. Ja. Dann gibt's keine Rohstoffe mehr. Dann wirst du irgendwo eingesperrt, wo du nicht mehr raus kannst. Er kommt zu mir in die Dunkelkammer. Dunkelkammer? Nein. Doch was zu essen. Ich sperre ihn bei mir in den Darkroom ein. Haben wir einen Darkroom? Hier nicht, nein. Hier nicht. Alter, was für ein Loch reingerissen hat. Das geht ja bis. Ja, er wird wohl nicht begeistert sein, wenn er gleich kommt oder irgendwann nochmal. Das ist wieder schnell aufgeschweißt. Das ist schnell. Außerdem, das kann passieren. Rette das Kobalt. Ich bin schwer dran. Ach, da ist der Glotz verrutscht? Okay, ja, der Glotz ist verrutscht. Inventory full. So, das wird jetzt ungefähr noch gefühlte 100 Mal heißen. Naja. Naja. Bis später ist es repariert. Also heute noch. Irgendwann. Ja. Im Laufe des Tages. Was heute nicht repariert ist, das werde ich dann wohl morgen früh gleich anpacken. Denk mal, ich werde sowieso zu den ersten gehören, die da sind. Fabian! Was machst du? Sammel das Kobalt ein. Ich hab keinen Platz mehr. Dann mach's leer! Ey, magst du die Inventare leer? Nee. Ich weiß jetzt lieber. Nein, das Kobalt ist verdammt wichtig. Weil es da nicht viel von gibt. Dann warte ich halt beim Schweißen. Das kannst du auch mit dem Schweißerschiff machen, das geht einfacher. Danke. Ach, das ist ja nicht viel. So, naja. Ich glaube, das ist das Schweißerschiff, oder? Es gibt 2. Davon schieße ich jetzt ein Bild. Moment. Nein. Doch. Und dann zeigst du es Jolster. Und das Schlimme daran ist, ich werde es irgendwann, irgendwo sicherlich mal als Thumbnail verwenden. Und dann hat die Orte dann Beweis. Dies war unsere alte. Nee, hat er zerstört. Ich schreibe dann extra noch dazu, Ralfas. Michael, pass auf. Was denn? Ich komm jetzt mit dem Schweißer. Und dann? Du sollst. Was? Alter, nicht Schweißer, nicht. Lass es jetzt, Mann. Admiral ist anwesend. Guten Morgen. Na ihr, es ist ein bisschen später geworden. Ich kam nicht umhin, zumal ohne Hits, bei Heroes of the Storm die Dailies zu machen. Es war jetzt halt einfach irgendwie, ja, notwendig. Dringend. Was? Meerrettich? Nee, ich hab morgen gedacht, du hast schon so lange nicht mehr Heroes of the Storm gespielt, dann machst du jetzt endlich mal die Dailies. Och, nee, Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Alter, was habt ihr hier gebaut? Frag mich nicht, ich war seit gestern nicht mehr drauf. Alter, wie krank seid ihr was denn? Was ist denn? Ey, die, nee. Was ist los? Ich weiß nicht mal, was das ist, was ihr hier gebaut habt.
Aber das sieht aus irgendwie wie eine Underkrampe mit